Hi, Dibitzka, der Lars hier. Auch hier nochmal froh und neuet. Ist ja die erste Folge in diesem neuen Jahr von Mario und Luigi's Delightful Adventure. Und vielleicht auch die letzte. Kommt drauf an, wie schlecht ich jetzt bin. Wir sind kurz vor dem Finale, auf jeden Fall. Und nun betreten wir Volcanic Ride. Und Volcanic Ride hat ein Problem. Und ihr werdet es gleich hören. Das wird immer schlimmer. Ich mach das mal kurz ausstellen. Bis gleich. So, mit jetzt Outer City erstmal die Lava MP3 auf stumm geschaltet und dann halt so gespeichert. Jetzt haben wir zwar keine Musik mehr, dafür auch nicht diese grässliche Geräuschkulisse. Diese Kakophonie. Ich habe versucht, das mit anderer Musik auszutauschen, da hast du das gleiche Problem. Also haben wir jetzt das Sound auf Silence. Nicht wieder in dich reinspringen. Ich bin ja hier schon mal durch das halbe Level halt durchgerannt und dachte mir, das kannst du niemanden anbieten. Das kannst du nicht so bringen. Jetzt halt eine Eisblume. Die hatte ich gerade eben nicht. Wir haben eine Pilzblume. Das habe ich vorhin auch nicht mitbekommen. Bäh. Jetzt ist es so still im Vergleich. Ich finde das jetzt auch nicht unbedingt gut, aber es ist besser als das vorhin. Das war vielleicht scheiße nervig. Ich bin jetzt ohne zu sprinten darüber gesprungen. Immer den Laufknopf-Button gedrückt halten. Ansonsten könnte das gefährlich werden. Ja, hier war ich noch nicht. Bin bis zum Checkpoint gelaufen und hab dann halt gedacht, nö. Ich versuch das mal wegzumachen. Ansonsten hätte ich das nicht wegmachen können. Dann müsstet ihr das jetzt ertragen. Jetzt müsstet ihr nicht mehr ertragen. Seid dankbar, dass ich mir die Mühe gemacht habe, herauszufinden, wie ich das wegmachen kann. Ich kann Feuer einfrieren. Ich kann Feuer einfrieren. Ich brauch das Floß nicht. Ich kann mir eigene Plattform machen. Ja, Kettenhund. Ohne Kette. Dich, mein Bruder, nehme ich mit, mein Hammerbruder. Bist mich voll der Hammer. Bist du. Boah. Boah. Neues Power-Up brauche ich jetzt eigentlich nicht, wa? Ich habe zwei Eisblumen, ich bin zufrieden. Bin sehr zufrieden sogar damit. Immer einen Eisblock mit sich herumschleppen. Damit bin ich auch zufrieden. Da war ein Vieh in Dings. Im Nebel. Ach so, der ist Ende. Und nochmal ein Leben bekommen. Hurra. Und jetzt hoffen wir mal, dass im nächsten Level eine andere Musik benutzt wird. Outskirt Tanks. Jetzt kommt wieder Bowsers Panzer oder was? Ja. Autoscroll-Level. Hey, der Bowser hat aufgerüstet. Keine Holzpanzer mehr. Ihr könnt euch verpissen, dumme Bob-Oms. Und wir haben Musik. Die klassische Panzermusik. Oder Luftschiffmusik. Habe ich nicht gerade eben gesagt, der hat aufgerüstet? Ist wieder ein Holzpanzer. Geh weg. Ja, der schmeißt wieder mit seinen Schraubenschlüsseln. Erstmal ausweichen. Nein. Da war ich zu langsam. Er hat Panzer in verschiedensten Farben. Also was braunes Metall. Ich nutze jetzt mal die Eisblume da nicht. Die behalte ich. Ich will da erstmal durch die eine Stelle da durchkommen. Ich brauche keine Eisblume jetzt, um hier weiterzukommen. Blup.
So, dann haben wir hier gleich... Kennt einen Hund! Na und? Du kennt einen Hund! Der schmeißt mit seinen Schraubenschlüsseln. Ich hätte... Nee, hätte ich noch nicht. Und jetzt. Da war kein Power-Up drin. Bisschen schneller durch und dann ist gut. Jetzt hätte ich doch meine Eisblume nutzen können. Okay, ich spare die mir jetzt auf. Dann springe ich da einmal quer rüber. Und erfreue mich an weiteren tödlichen Gefahren. Da springe ich einfach rüber. Ey, der ist unsterblich? Bist du unsterblich? Erstmal kommt er nicht raus aus seinem Scheißloch. Feuer weg. Flamme weg. Der ist weg. Der ist weg. Neues Power-Up. Nee, leider nicht. Okay, ich nutze jetzt meine Eisblume. Ich will jetzt nicht sterben. Einmal quer durch. Jetzt haben wir eine Feuerblume. Oh, stimmt ja. Der taut ja wieder auf. Die Scheiße. Ja, mach ich hier Drehsprung. Sind wir hier im Zirkus oder was? Es kann nicht wahr sein, dass ich immer... Ich spiele doch gar nicht Luigi, der ständig rumrutscht. Ich spiele Mario. So, wen haben wir jetzt? Du dachtest, du würdest nicht auf normale Bosse treffen? Dann denk nochmal. Es ist vielleicht das Letzte, was du tust. Okay, oh, Mist. Ich hätte jetzt vielleicht nicht den Pilz einsammeln sollen. Ich habe die Bumerang... Bum Bum noch nie bekämpft. Was war denn das jetzt? Ich sehe seine Hitbox. Er hat Transparenzproblem! Okay. Besiegt. Hurra. Ich habe meine Power-Ups verloren. Das finde ich nicht so schön. Und da ist schon sein Schloss des Bowsers. Was haben wir jetzt hier? The Gate. Ich vermute mal, das hat was mit den Sternen zu tun, die wir haben. Da brauchen wir noch zwei, glaube ich. Ja. Oder ich brauche einen Stern? Wie, ich brauche einen Stern? Du benötigst 9 Sterne, um einzutreten. Ah nee, da gibt's denn einen Stern. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt zu Bowser. Ey Bowser, klopf klopf. Unforgiving Fortress 2. Sie wird mir nie vergeben, diese Festung. Knochen trocken, klassisch, Bowser. Wieder diese komische Pilzblume. Niemals auf den Statuen stehen bleiben. Das ist immer gefährlich. Da ist irgendwas falsch mit der Grafik. Von den Podobos. Aha. Ja, spring doch direkt in dieses scheiß Feuer rein. Da kann man klettern. Schöne Textur. Muss ich mal so sagen. Wie ein Freund von. Dann gehen wir mal da durch. Boah, da ist mir erstmal der Typ da auf den Kopf gesprungen, fast. Krieg ich ein Power-Up? Nein. Krieg ich hier ein Power-Up? Nein. Was kommt denn gleich? Ein Todesfahrstuhl. Ich hätte gern davor aber ein Power-Up. Nee.
Okay. Ist jetzt unten irgendwas passiert? Erstmal weg. Wieder zurück. Wieder zurück. Kehrt Marsch. Ah ja, klettern. Wo bleibt denn die Plattform, wo ich rausspringen soll? Du sollst klettern. Du Klette. Da mal rüberspringen. Kommen irgendwelche anderen Sachen? Ich glaube nicht. Die Lava lässt das nicht zu. Die macht alles kalt. Beziehungsweise alles heiß, weil es ja ist ja Lava. Haha, ha. Ein Buu und zwei Bowser-Statuen. Tun die irgendwas? Nö. Oh. Niedrige Lavadecke. Oh. Cool. Ja, Podobo kann man wegkloppen damit. Aber die kommen wieder. Ich hätte jetzt gern eigentlich einen Checkpoint. Ich hätte gern einen Checkpoint. Weil... Ah, Alter. Weil niedrige Lavadecke. Alter. Okay. Es ist. Ich habe mein Blatt verloren. Ist nicht so schön, aber ist besser als in die Lava zu fallen. Na, einmal springen. Der tropft dir drunter. Ganz heiß und fertig. Und ich bin schlecht. Kein Power-Up. Aber ein Checkpoint. Weil jetzt der Boss kommt. Bowser. Ja. Bowser Cooper. Stoß Bowser in die Lava. Den pushen wir den jetzt mal into the Lava. Wahaha. Dein ergötzliches Abenteuer endet hier, Klempner. Du beendest nicht mein ergötzliches Abenteuer. Oh nee, das ist ein Larry-Fight. Oder Lenny? Das ist so Super Mario Bros. World-Kampf. Besonders der nie richtig funktioniert. Och, komm. Junge, geh in die Lava rein. Die musst du wahrscheinlich auch noch öfters in die Lava reinschmeißen. Gerade eben hast du keine Geräusche beim Stampfen gemacht, oder? Warum spring nicht selbst in die Lava! Sollst den da reinschmeißen? Ich habe einen Checkpoint, aber ich habe jetzt nur noch ein Power-Up. Nee, mach ich nicht. Ich kann ja das machen. Und dann kriege ich einfach trotzdem nur einen Pilz. Was brauche ich schon da? Kannst du einfach... Hey, es hat funktioniert. Hab mir schon gedacht, dass sowas kommt. So, und jetzt? Da ist er. Oh. Au. Junge, ich will jetzt hier in Ruhe meinen komischen Pilz da einsammeln. Mach mal weiter hier. Ah, okay. So funktioniert der denn auch. Verlässlich. Muss dich wirklich ganz hinten rausstellen und dann geht das schon. So, jetzt vorbei. Jetzt springt der Bowser wieder runter, schmeißt ein paar Kugeln wahrscheinlich runter
Und jetzt schmeißt er 3 Feuerbälle. Ja, wie vorhersehbar. Bowser. Alle guten Dinge sind 3 diesmal nicht, oder was? Keine 3er-Regel, das ist aber gemein. Das ist aber... Das war Kacke! So. Sehen wir jetzt mal die andere Säule. Stehen wir jetzt mal auf der anderen Säule. Wenn wir das hier machen. So. Und wieder runter. Und wieder hoch. Und wieder runter. Und wieder hoch. Dann gehe ich auf die andere Seite. Diesmal hat es nicht funktioniert. Okay. Ah, es funktioniert. Stampfattacke! Bam! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, jetzt wird's wieder fies. Okay, ich hab's überlebt. Bin nicht ganz so der Movement-Günther. What the fuck? Wie hast du das jetzt überlebt? Zu früh. Ich bin zu früh gesprungen. Gehen wir auf die andere Seite. Ach komm, geh in die Lava und sei tot. Wahaha, auch wenn du mich besiegt hast, erwartet dich immer noch Osorashi. Schön. Die mache ich jetzt auch noch platt. Nochmal! Fanfare! Ich hätte jetzt gedacht, es würde nach links und rechts gehen. The final battle. Der finale Kampf. Ich kann nicht glauben, dass du hierher gekommen bist, um mich wieder in diese verfluchte Truhe zu stecken. Du musst entweder mutig oder dumm sein. Naja, das spielt sowieso keine Rolle. Diese Truhe wird das Letzte sein, was du sehen wirst, da ich sie gleich loswerden werde. Und vor allem werde ich dich loswerden. Muhahahaha. Okay. Todeslaser. Und jetzt? Ah. Jetzt schmeißt er irgendwie Nebulax nach mir. Und Tetris-Steine. Die langen Vierer. Hey, ich bin's, Prinzessin Victoria. Das ist deine Gelegenheit, Osorashi einzusperren. Nimm die Truhe und näher dich dem Wirbel. Nicht so voreilig. Ja, dachte ich mir schon, dass das nicht so einfach wird. Sonic Boom! Naja... Lauf in den Tetris-Stein rein. Er ist auf jeden Fall schneller jetzt.
Das war kacke. Jetzt spielt er das DVD-Logo. Mit den Fledermäusen. Ich muss Stampfattacke machen. Alles klar. Drehsprung machen. Musst du auch erstmal wissen. Ist ja eine gute, wichtige Info. Laser. Jetzt wieder die Nebulax. Musste es dabei tragen. Ich muss das Ding nicht gegen ihn schmeißen, sondern ich muss das ertragen. Kommt er wieder zurück. Und nochmal springen. Und jetzt kommt er wieder mit den Tetris-Steinen. Und jetzt kommen wieder die Fledermäuse. Jetzt ist er zielsuchend. Ich dachte, wäre jetzt so ein DVD-Ding. Ah, du fängst an, mich zu ermüden. Ich werde alle meine Angriffe entfesseln. Denn unleash mal. Das war gemein. Und Nebulax. Und jetzt kommen wieder die Laser. Nee, es kommt Flammen. Oh oh. Das finde ich nicht gut. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Dass du jetzt mit Feuer kommst. Boah, ey. Nein! Das kann nicht schon wieder passieren. Boah, nicht in die Flamme. Ich wurde schon wieder gefangen. Und diesmal von einem mickrigen Klempner. Ich werde meine Rache bekommen. Eines Tages werde ich meine Rache bekommen. Du hast es geschafft. Ozoroshi wurde wieder einmal bezwungen. Danke. Jetzt habe ich 9. Ich brauche aber 10? Kannst du mal... Ich brauche aber 10? Nee! Ich habe alles. Ende! Hey, Luigi! Willkommen in Death Room. Hier findest du alle, die an dieser Episode mitgewirkt haben. Dies ist Dr. Luigi. Er komponierte die finale Bossmusik. Cool. Schaut bei meinem Kanal rein. MarioMan 547. Ich mache Remixes und anderes cooles Zeug. Da kann man mal reingucken. Dies ist Silver Deoxys. Ein großartiger Beta-Tester, der außerdem viele Bugs behoben hat. Nintendo 61, Nintendo 62, Nintendo 63, Nintendo 64. Mein Puckekörper ist bereit. Dies ist Mudkip. Er hat der Episode grafisch geholfen. Keep! Ey! Ich weiß nicht, ob das tödlich ist. Lass das. Das ist Crazy Blue Monkey. Er hat die Entwicklung der Episode sehr unterstützt. Er hat auch die Piraten-Bowser-Sprites und andere Sachen gemacht. King Kay, Bowser. Der einzige, der nicht hier ist, ist Sunnya. Er hat Ozoroshi erschaffen, doch dann verschwand er aus dem Forum. Crazy mit einem K!
Ja, das war's denn. Hier ist das Ende. Dies ist Darkonius Mavakar, der Schöpfer der Episode und der einzige Level-Designer. Danke für das Createn dieser Episode von Super Mario Bros. X. War relativ kurz. War sehr kurz eigentlich. Aber spaßig. Ein paar Sachen waren eigentlich eher so ein bisschen. Die Musik war. Also in Vulkanlevel. Den nehme ich ihm übel. Weil das war grässlich. Danke, dass du meine Episode gespielt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn nicht, lass es mich wissen. Der Stern da drüben wird das Spiel beenden. Ja, ist glaube von 2014 gewesen. Also ist recht alt. Und jetzt ist es vorbei. Und vor allem danke an dich. Ja. Und damit haben wir das denn halt fertig. Und der nächste Super Mario Bros. X. Die nächste Super Mario Bros. X Episode wird auch denn wahrscheinlich irgendwann kommen. Vielleicht spiele ich aber jetzt erstmal noch was anderes. Auch wo man springen muss. Mit einem fleischigen Jungen. Ich habe da noch eine Rechnung offen. Und das hier sind die Credits. Cool, wa? Ich danke fürs dabei gewesen sein hier bei Super Mario Bros. X Mario und Luigi's Delightful Adventure. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr sagen und so. Ob ihr davon überhaupt noch mehr sehen wollt und so. Lasst Bewertungen da. Kommentare sind immer gern gesehen und gelesen. Und ja. Bleibt gesund. Bleibt bunt. Macht euch einen bunten. Kommt wieder. Schaut wieder rein. Wenn es hier dann wieder weitergeht. Bei irgendeinem anderen Scheiß. Hier laufen noch die Credits. Tschüss.